In der Elfenbeinküste verdienen unzählige Kleinbauern ihren Lebensunterhalt mit dem Anbau von Kakao. Davon produzieren rund 500 Bauern Bohnen für die Schokolade frei. Bis der Kakao aus Westafrika in der Schweiz zu feinsten Schokoladenkreationen weiterverarbeitet werden kann, muss er jedoch einen weiten Weg zurücklegen. Zweimal im Jahr können die bunten Früchte geerntet werden. Die Kakaofrucht wächst direkt am Stamm der 4 bis 6 Meter hohen Bäume. Die einzelnen Früchte werden von den Bauern sorgfältig abgeschnitten. Ein einzelner Kakaobaum kann innerhalb eines halben Jahres zwischen 50 und 150 Früchte tragen. Die frisch geernteten Früchte werden direkt auf der Plantage aufgeschlagen und ausgepult. Mit der richtigen Technik lassen sich die Bohnen mitsamt der sie umschließenden weißen Pulpa leicht aus der harten Kakaoschale lösen. Um die Arbeit zu beschleunigen, helfen sich die Bauern gegenseitig aus. Die frisch gepulten Bohnen werden auf Bananenblättern angehäuft und während einigen Tagen zugedeckt. Dabei beginnen die Bohnen zu fermentieren. Während der Fermentation verlieren die Bohnen ihren bitteren Geschmack und entwickeln erste Aromastoffe. Zudem stirbt der Keimling in der Bohne ab. Die fermentierten Bohnen enthalten jetzt noch fast 60% Wasseranteil. Das ist viel zu viel, um sie lagern und weitertransportieren zu können. Damit die Bohnen auf ihrem Weg in die Produktionsländer nicht verderben, werden sie im Dorf sonnengetrocknet. Dadurch wird die Haltbarkeit deutlich verbessert und das Aroma weiterentwickelt. Die dunkelbraunen Bohnen werden nun in 60 bis 70 Kilo schweren Jutesäcken abgepackt und an die Kooperative Nikayo verkauft. Über die teils kaum befahrbaren Straßen werden die Jutesäcke zum kooperativen Depot gebracht. Dort angekommen werden die Bohnen auf ihre Qualität und ihren Feuchtigkeitsgehalt geprüft und, wenn nötig, nachgetrocknet. Hier erhalten die Bauern auch das Geld für ihre ausgelieferte Ware. Sobald das Depot voll ist, holt ein Lastwagen die Bohnen ab und bringt diese in das Lager des Exporteurs in der Nähe des Hafens. Hier kommen die Bohnen vieler verschiedener Kakaoproduzenten zusammen und werden auf den Export vorbereitet. Dafür werden die Bohnen nochmals auf ihre Qualität geprüft und in normierte und beschriftete Exportsäcke umgefüllt. Im Hafen von San Pedro findet praktisch der gesamte Kakaoexport der Elfenbeinküste statt. Hier werden täglich Dutzende Container verladen und in die ganze Welt verschifft.